lieben Bücher und lassen uns auch gerne davon beeinflussen. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass Bücher unter Umständen auch Leben ruinieren können? Ich gebe euch heute mal 3 Beispiele dafür, wie es nicht laufen sollte. Zum Beispiel kennt ihr das, ihr habt ein Buch gelesen, seid irgendwie noch voll drin und dann habt ihr ein blödes Gespräch mit eurem Chef und ihr reagiert nun mal ein bisschen patzig, was sowieso schon irgendwie nicht ganz so die beste Lösung ist. Aber dann macht ihr auch noch einen Verweis auf ein Buch, was der Chef wahrscheinlich nicht kennt und es ist ganz vorbei. So, können Sie mir sagen, wie Ihre Arbeitswoche bis jetzt aussah? Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie viel gemacht haben. Meine letzte Woche, ja, die war eigentlich ziemlich erfolgreich. Also ich habe die Abrechnungen gemacht, ich habe die Briefe zur Post gebracht und natürlich die neuen Pakete abgeholt. Ich habe die Versandtaschen fertig gemacht für den Betriebsausflug, den Raum gebucht. Das war vielleicht ein Hin und Her. Aber ich habe es geschafft, also den Raum haben wir fest. Ich habe die Einladung zum Betriebsausflug schon geschrieben und verschickt. Und natürlich habe ich die Ordner da vorne neu gemacht, wie Sie gesagt hatten. Das war, meine Güte, so ein Chaos. Aber alles ist jetzt in Ordnung und schön einsortiert. Ich habe außerdem noch ein paar Gespräche geführt. Ich habe Ihnen, glaube ich, schon die Abschriften zugeschickt. Und ja, das war so meine letzte Woche. Warum fragen Sie? Und was ist mit dem Bericht, den ich Ihnen gesagt habe, den Sie schreiben sollen? Ob ich auch noch den Bericht geschafft habe? Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, was ich die ganze letzte Woche gemacht habe. Das war wirklich viel Arbeit. Also, es tut mir ja unfassbar leid, dass mein Zeitumkehrer scheinbar in der Post verloren gegangen ist. Die Eulen sind halt auch nicht mehr so verlässlich, wie sie mal waren. Sorry. Oh, Sie halten sich wohl für sehr clever. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen, aber es klingt frech. Da bettelt jemand wohl geradezu nach unbezahlten Überstunden. Raus, Frau P. Ich möchte den Bericht spätestens in einer Stunde hier auf dem Tisch liegen haben. Ansonsten sprechen wir uns doch mal. Oder aber eine Geschichte hat euch so sehr mitgerissen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen unterbewusst wünscht, dass es tatsächlich so wäre, weil es einfach so unglaublich lustig oder cool oder sonst irgendwie was wäre. Und dann begeht ihr den Fehler, das Ganze ein bisschen blöderweise auf die Realität zu projizieren. Hi, Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz stören? Also ich habe einen neuen Mietvertrag bekommen und ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht mal drüber schauen können, weil Sie sich da bestimmt besser mit auskennen. Was soll ich denn mit Ihrem Mietvertrag? Sie haben da bestimmt mehr Ahnung von als ich. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Wow, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht... Kennen Sie denn nicht das Buch Göttin in Gummistiefeln über die Anwältin, die Putzfrau wird? Das ist ja unmöglich. Ich mache hier gute Arbeit und dann kommen Sie an und verarschen mich und finden das lustig oder was? Das gibt's doch nicht. Wissen Sie was? Putzen Sie Ihre Klos doch in Zukunft selber! Naja, und nicht zuletzt gibt es natürlich auch das Problem, dass Bücher selber euch ein bisschen beleidigen. Das ist mir erst letztens passiert und ich fühlte mich so meta dabei, das müsst ihr euch einfach anschauen. Puh, endlich Mittagspause. Zeit zu lesen. Gefolgt von ihren Bewunderern kamen sie zielstrebig an meinen Tisch zugeschlendert, wo ich eigentlich nur in Ruhe mein Mittagessen essen und in meinem Buch weiterlesen wollte. Oh Mann, guckt euch diesen Freak an. Die liest sogar in der Mittagspause. Ey! So viel zu meinem Sonntagsvideo, diesmal ganz ohne Licht, denn ich habe intelligenterweise tatsächlich meine Studioleuchte zu Hause vergessen und... Na, egal. Es ist halt ein bisschen dunkel und unausgeleuchtet, aber was soll's, ihr habt's ja trotzdem angeschaut. Dankeschön dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mir ja mal schreiben, was für Situationen ihr schon erlebt habt, wo ihr dachtet, na gut, vielleicht war es jetzt nicht ganz so angebracht, dass ich mich auf ein Buch bezogen habe oder vielleicht hat euch auch schon mal ein Buch beleidigt, ich weiß es nicht. Schreibt mir eure Erfahrungen hier unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich mal, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder, da mache ich mal einen Monatsrückblick vom Juni, denn ich habe im Juni wirklich viel geschafft zu lesen. Und bis dahin ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und macht's gut!